Hey Leute, in diesem Video sehen wir uns an, wie Tony Stark zum ersten Mal gegen die bösen Mächte von Thanos gekämpft hat. Ganz genau, der Tony Stark, der unbesiegbare Iron Man. Aber Tony hat sich Thanos nicht allein gestellt. Obwohl er ziemlich gut ist, ist er noch besser, wenn er Teil eines Teams ist. Vor allem Teil dieses Teams. Hier erfahrt ihr mehr über die mächtigsten Helden der Welt, die Avengers. Dann legen wir mal los und sehen uns an, was uns da geboten wird. Die Avengers arbeiten hier gut zusammen, wie üblich. Iron Man steckt ein paar Treffer ein, aber nichts, was ihm gefährlich werden könnte. Dann springt ihm sein Kumpel Hulk zur Seite, der natürlich auch etwas Spaß haben will. Und es überrascht sich ja keinen, dass das auch für Thor gilt, der dazustößt und sich im fliegenden Wechsel mit Hulk abklatscht. Sekunde, habt ihr das gesehen? Spulen wir mal kurz zurück. Seht genau hin, um so eine Druckwelle zu erzeugen, müssen Geschwindigkeit, Aufschlagwinkel und getroffene Fläche genau aufeinander abgestimmt sein. Na gut, legen wir mal einen kleinen Zahn zu. Okay, stopp, ja, guckt euch das an. Diese miesen Zeitgenossen wollen ein Flugzeug voller Unschuldiger zum Absturz bringen, aber Iron Man eilt herbei, um Schlimmeres zu verhindern. Und nur unter uns, ich würde sagen, dass Thor einen ziemlich guten Flügelmann abgibt. Na, Flügelmann? Hä? Sobald das in trockenen Tüchern war, war es Zeit für noch trockeneren Wissenschaftskram. Also, lasst uns da mal ein bisschen vorspulen. Kurz gesagt, die Avengers hatten Lebenszeichen auf einem der abgestürzten Schiffe gefunden und wollten wissen, wer hinter diesem Angriff steckte. Vor Ort fanden sie dann den bösen Red Skull. Red Skull? Rettet mich! Doch irgendetwas war anders als sonst. Er hatte Angst, aber nicht vor den Avengers, obwohl er die hätte haben sollen. Er sagte, dass dieser Alien namens Thanos auf dem Weg war, um die Avengers zu vernichten. Was für das Team eine Überraschung war. Und genau dann stürzten sich merkwürdige Kampfroboter auf die mächtigsten Helden der Welt. Das Design war zugegebenermaßen beeindruckend und die Avengers hatten alle Hände voll zu tun mit ihnen. Aber spulen wir mal wieder etwas vor. Mitten im allerwildesten Kampfgetümmel erwähnte Red Skull diesen hübschen kleinen Stein. Der Stein! Was hast du vor uns verborgen, Skull? Captain America machte dann den Fehler, ihn aufzuheben. Nebenwirkungen, Hautrötung und starke Schwellungen. Hätte man aber nie ein Supersoldatenserum bekommen, würde das Ganze einen sehr viel übleren Ausgang nehmen. Ist aber eine gute Lektion. Wenn man irgendwo einen roten leuchtenden Stein findet, lässt man ihn am besten liegen. Wer will schon, dass die geballte Energie eines unfassbar mächtigen Artefakts durch den eigenen Körper geleitet wird? Aber Thor konnte seinen Freunden sagen, was das Ding war. Oh, der Stein der Macht. In Asgard haben sie uns von ihm erzählt, in der Halle des Lernens. Oh nein, Thor holt jetzt ganz weit aus. Nicht mit dem Hammer, mit einer Geschichte. Lasst uns vorspulen. Er sagt eigentlich nur, dass das Teil ein Infinity-Stein namens Stein der Macht ist. Dieser Stein hat die Roboter aufgehalten. Wie können wir ihn einsetzen, ohne ihn anzufassen? Da hatte Tony einen Geistesblitz. Vor langer Zeit hatte sein Vater einen Roboter gebaut, der mit der Energie eines solchen Objekts klarkommen könnte. Die Avengers durchkämmten die Stark-Datenbank und fanden das alte Lagerhaus, in dem der Roboter stand. Aber Thanos war ihnen dicht auf den Fersen. Doch diesmal waren sie darauf vorbereitet. Hulk legte los und stellte sich den Schurken mit einem Donnerschlag. Donner ist ja eigentlich Thors Spezialität und das konnte der Halbgott nicht einfach so auf sich sitzen lassen. Danach war Cap am Zug. Gute Arbeit, Team. Was soll man sagen? Sie sind halt einfach gut. Na also, Roboter gefunden, Hulk hat den Infinity-Stein mit seinem Kern verbunden und voilà. Die Avengers haben die Welt gerettet, die Alien-Armee besiegt und gezeigt, dass sie als Team unschlagbar sind. Und Familie Stark hatte mal wieder auf der technischen Seite abgeliefert. Und damit war wohl alles erledigt. Oh, naja, wie unsere Helden Thanos selbst besiegen, ist eine andere Geschichte.